So, wir haben heute Abend Don Francis, den Mann mit dem weißen Bademantel. Viele Leute fragen sich sicherlich, warum hat dieser hübsche Mann diesen weißen Mantel an? Erklär uns das mal bitte. Ja, erstmal danke für das Kompliment, hübscher Mann. Also ich finde eigentlich nicht, dass ich so hübsch bin, aber der Bademantel pimpt das Ganze schon ein bisschen auf. Der Bademantel ist ein Freiheitsgefühl, verstehst du? Ein Bademantel hat man an, wenn man in die Sauna geht, wenn man zum Spa geht. Manche denken auch, ich habe einen Bademantel an, weil ich aus einer Ehrenanstalt ausgebrochen bin. Aber in Wirklichkeit ist es ein Zeichen, dass ich mich wohlfühle wie zu Hause. Und ich habe ja auch immer ordentlich Platz in meinen Taschen und so. Ja, und das gehört jetzt ein bisschen zu mir. Und mittlerweile, glaube ich, ist der Bademantel einfach clubtauglich geworden. Ne? Und ja, ich bin halt ein Trendsetter und ich fühle mich super wohl in meinem Frotté. Für die Leute, die dich nicht kennen, wer oder was ist Don Francis? Wo findet man dich? Wo trittst du auf? Also erstmal für die Leute, die mich nicht kennen, das ist überhaupt nicht so schlimm, weil man muss mich gar nicht kennen. Aber wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich dafür stehe, dass man Party macht bis zur Eskalation. Ich bin der König von Lorette Mar und bin jedes Mal glücklich, wenn ich meine Abiturienten bespaßen kann und gut draufbringe. Und so mein Job ist es halt, Entertainer zu sein. Ich lebe in Lorette Mar seit fast 20 Jahren und organisiere dort Abiturientenabschlussfeiern, Partys, Events, Gastronomie mache ich, Reiseveranstaltungen, alles, was man so machen kann. Ja, vor allem Schwachsinn auf höchstem Niveau. Ja? Die letzten Worte noch an deine Fans. Wie bitte? Die letzten Worte noch an deine Fans. Also die letzten Worte an meine Fans. Ich glaube an euch und glaubt auch an mich und wir sehen uns dann wieder.